But yes, this is a really key thing here. So I'm actually going to come down here. Okay. Much against things that they're used to doing in sort of service court. The geostrategic something they talk about is and basically these are important things that they would look at. How much different is it if the United States is it tacitly or partially still? Ich habe vergessen, meine Katzen zu füttern. So eine schlechte Katzenmutter. Ich werde jetzt nicht filmen, wie ich das Katzenfutter da reinlege, weil das ist nicht lecker. Between two historians on this, but they're looking at it. Secretary Leon Brezhnev, how did they feel about this? Because they thought it was meant to be a status quo policy where the West and the East have their blocks and not the international rule book that they wanted. Which take of the study, Hey Freunde. Guten Morgen. Ich habe gestern nicht mehr gefilmt, weil ich doof bin. Deswegen filme ich heute weiter. Ich habe auch gestern absolut gar nichts mehr irgendwie Interessantes gemacht. Deswegen, filme ich heute weiter. Ich treffe mich vielleicht gleich mit einer Freundin, weil es ist halt so, also übermorgen ist Black Friday, aber übermorgen muss ich arbeiten, deswegen treffen wir uns heute. Aber nur kurz, weil ich habe leider wieder Unterricht. Ich mache mich jetzt nur kurz fertig. Ich muss meinen Schlafrhythmus wieder in Ordnung bringen. Ist nicht okay. Es ist 12 Uhr. Hey. Geht's raus. Wow. Okay. Warte. Ich muss wieder Food Review geben. Wie schmeckt der Salat? Der schmeckt knackig. Aber es hat absolut kein Dressing drauf. Also 3 Tropfen, glaube ich. Sieht irgendwie so sad aus. Wow. Nachdem der Salat vorbildlich gegessen wurde. Ja. Erstmal mit Termine. Steaks erstmal ohne Soße. Die sind lecker. Adjektive? Knusprig, cremig, außen knusprig, innen cremig und geschmacksintensiv. Jetzt die Soße. Mein Gott, das hat mich an Katzenfutterwerbung erinnert. Außen kross, innen. Kennst du das? Ich glaube, das ist Dreamies oder so. Ich bin mir nicht sicher. Was schmeckt? Okay, wie viele Punkte von 10? Die Sticks kriegen 9 von 10. Das Brot. Das ist halt einfach Brot. Ein backender Pizzateig. Lecker. Wisst ihr was? Ich trinke heute mal Tee. Anstatt Kaffee. Seid ihr stolz auf mich? Weil ich glaube, ich habe gestern ein YouTube-Video über Koffeinkonsum geschaut und mir ist klar geworden, dass das wahrscheinlich der Grund ist, warum ich so spät einschlafe, weil ich bin ich bin so um 3 Uhr nachts bin ich nicht müde und es ist nicht mehr normal, also ich muss irgendwas machen. Deswegen trinken wir lieber Verdauungstee, weil gonna be crazy.
Song. Ja? Dieser Song. John Wayne. Von Cigarettes After Sex. Ich liebe es, wenn ich extra nach Hause gehe, weil ich Unterricht habe. Und ich das dann sehe. Cool. Warum sehen meine Haare heute? Was ist das? Oh. Mann. Meine letzte Vorlesung für heute. Meine letzte Vorlesung für heute ist beendet. Es ist 5:30. Nice. I don't know, ich bin irgendwie richtig verwirrt, weil irgendwie die Leute, also es ist halt als online gerade wieder, und irgendwie die Leute sind irgendwie aus Amerika. Also die Vorlesung gerade, das war irgendwie an einer Universität, aber nicht hier in Deutschland. Also das waren irgendwelche aus Amerika, wo genau, weiß ich jetzt natürlich nicht, also USA. Was mich irgendwie ein bisschen verwirrt, keine Ahnung, aber naja, ist halt besser so, dann haben die auch keinen Akzent und so. Ja, sorry. Deswegen mal schauen, was ich jetzt machen werde. Wisst ihr noch, wie ich gesagt habe, dass ich weniger Kaffee trinken soll? Ich glaube, was ich jetzt tun werde, ich werde jetzt ein paar Videos bearbeiten, denke ich. Denke ich. Weil das macht Spaß. Ich habe sehr viel Spaß dran. Ich glaube, ich teile zu viel von mir. Im Internet. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit meiner Psychologin. Schon etwas her. Und sie meinte so, ja, hattest du mal Suizidgedanken? Und ich meinte so, ja, ein, zwei Mal. Aber das war nur so ganz kurz und nicht stark. Und es ist halt auch wieder weggegangen. Muss ich jetzt nicht weiter eingehen. So, es interessiert auch sonst niemanden außer mich selber. Und meine Mutter war so daneben. Sie war so. You for real? Mein Leben ist ein Witz. Ein Witz. Ich fahre jetzt nach Wedding. Ich fahre jetzt zu meiner Mutter. Also zu ihrer Wohnung, wo ich lange nicht mehr war. Muss ich sagen, schon so ein paar Monate, glaube ich. Oder so, I don't know. Deswegen gehe ich jetzt raus. Also, nichts Interessantes. Bis später. I'm finally getting, 'cause baby, it's been a while since I felt like I'm on top. Hey, besties, sorry. I don't know, es ist der Ende des Tages. Ich habe heute nicht so viel gefilmt. Obwohl ich auch mit Martha, das war ganz toll. Ich wollte nur kurz ein bisschen mit euch chatten, so. Obwohl ich einfach nur Selbstgespräche führe. Ups. Hör auf. Und das passiert einfach jeden beschissenen Tag. Ich kann es nicht mehr ertragen, ehrlich. Was ist mit meinem Gehirn falsch? Egal. YOLO. Wie war euer Tag so? Ich bin jetzt mal einfach hier hinten. Isebrücken. Seht ihr das?
kaputt unten, aber. Blute. Perfekt. Ich bin jetzt fertig mit meiner Skincare-Routine. Ich wünsche euch dann einfach eine gute Nacht schon mal. Weil ich gehe jetzt ins Bett und werde wahrscheinlich noch am Handy sein. Weil ich habe eine Handysucht. Ich wünsche euch eine ganz, ganz gute Nacht. Ich hoffe, das Video war jetzt wieder nicht zu langweilig oder so. Danke fürs Schauen. Wenn ihr es geschaut habt, das finde ich sehr cool. Ihr seid die Besten. Ja, hab euch ganz lieb.